Herzlich willkommen zu Flashback Part 9. Und ehrlich gesagt, habe ich keine Lust mehr. Der Tower geht mir sowas von am Keks. Ehrlich, ey, der ärgert mich. Ich will nicht mehr. Aber, ich muss durch. Ich muss das packen. Kann ja nicht so weitergehen. Ich hoffe, dass der Tower wirklich bald zu Ende geht. Da ist er. Da sind sie. Das sind zwei Stück. Ja, klar. Oh. Ey, das ist fies. So. Direkt zwei von den Typen erwischt. Meine Fresse. Und energiemäßig sieht's wieder perfekt aus. Alter, höre ich wieder was? Ist das nicht schön? Nur ja. Ein Löffelchen Medizin und ich bin wieder der Alte. Ganz genau. Ein Löffelchen ist gut. Ich brauchte schon ein bisschen mehr. Nur die Gegner sind ja echt hier lästig. Moment, vielleicht kann man... Roll! Und den da. So, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht hier hochkommen. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Weg ist, aber... Gehen wir mal schon. Das hier ist auch cool. Hoch mit dir! Gut, ich dachte eigentlich, dass die Tür sich da irgendwie öffnet, wenn ich das kaputt schieße. Aber wie es aussieht, nicht. So, da ist eine Mine. Oh, und da ist ein Roboter, der mir ein bisschen lästig werden kann. Und da sind noch aber welche. Oh. So, stirb. Oh, Alter. Schnell Energie. Du meine Fresse. Fühlt sich das nicht gleich besser an? Oh ja. Oh ja. Fühlt sich schon besser an. Aber besser ist es, wenn man nicht stirbt. Meine Fresse, da unten ist ja was. Moment. Nimmst du mich mit? Komm ich nur dahin? Da unten ist was. Kann ich vielleicht von hier oben? Dann muss ich mal überprüfen. So. Erstmal du. Wo kommst du denn jetzt her? Ja. Nein. Von da komme ich nicht, da müsste ich vielleicht unten lang. Zack. Oh, das wollte ich nicht. So. Ah, einen muss ich doch erledigen. Ach, super. Ach, verdammt. Ja. Das wär's. So, schnell. Nochmal Energie schnappen. Wo bist du? So, kommt ihr denn alle her, verdammt? Spielen wir. Du meine Fresse. Gegen die Schmerzen. Ja, natürlich. Ja, ich lasse das Ding jetzt da unten. Oh, ist das ein Flashback? Was sieht das denn aus? Hey, eher nach einer Granate. Ja, ist eine Granate. Ja, ich dachte schon, so ein Flashback. Aber kann ja nicht sein, wir müssen ja sammeln. Also, früher oder später würden wir schon an die vorbeilaufen. Oh, verdammt. Mine habe ich nicht gesehen. Oder eine Falle. So. Dann du noch. Puh. Jetzt haben wir zwei von den Dingern. Ich werde wahnsinnig. Zwei von den Dingern gesehen und da ist jetzt noch eine. So. Ah, schön. Kann man kaputt schießen. Cool. Sonst habe ich die ganze Zeit wie verrückt da drauf geschossen, passierte nichts. Aber wenigstens jetzt, etwas. Vielleicht muss ich das ja auch noch kaputt schießen. Ah. Nicht wirklich. Das kann man zum Beispiel nicht kaputt schießen. Okay. Gut. Also ist wieder, wie komme ich rüber? Kamera, ist klar. Kann ich nichts tun. Ach nee, Moment, wir haben doch alle diese komischen Energiezellen doch abgeschossen. Das heißt, theoretisch müsste da doch das Tor aufgehen oder irgendwo müsste doch ein Tor aufgehen. Jo. Ja? Genau. Nee, Quatsch. Hier einmal runter. Ich werd bekloppt. Alpha.
mehr Brille benutzen. Wahrscheinlich. Hier. Präsentiert von der Blunetta Lebens- und Gedächtnisversicherung. Ihre schönsten Momente sind mit Blunetta in sicheren Händen. Ja, schön. Nur, dass ich jetzt leider gerade keine schönen Momente habe. Ach, echt? Toll. Ah, cool. Nein, schon wieder. Ich vertippe mich dauernd. Immer denke ich mit Granate schmeißen ins LB. Und ich weiß gar nicht, warum ich das so denke. Aus irgendeinem Game muss das sein. So, das müsste doch reichen, ne? Gar nicht? Da kann man ihn so erwischen. Ich dachte, wahrscheinlich muss man da hinschmeißen. So, dann halt so. Aber hier muss ich was schmeißen. Weiß der Geier warum? Werde ich mir gleich angucken. Oh, oh nein! Nein, nein, nein! Abbauen, abbauen! Natürlich. Natürlich. Besser kannst du ja nicht laufen, Alpha. Das ist doch jetzt Mist! Scheiß! Viecher. Ah, das war jetzt wieder eine dreckige Falle. Aber im Ernst, das war wieder so schmutzig. Verdammt! Darf ich wieder in... Wie bin ich überhaupt da reingeraten? Ich glaube, ich habe eine Rolle gemacht oder sowas, ne? Ja, ja. Da freut sich der Alpha ja tierisch. Conrad? Ja? So. Jetzt geht's aber. Ja. Gut. Ich weiß, dass er da ist. Ich kann ihn riechen. Ja, ich dich auch. Reicht. Ha! Sag nicht, er ist weg. Nein, bin nicht weg. Komm noch mal hier rüber. Ärgerst mich jetzt gerade sehr, ne? Kriegst noch eine Granate ab. So, du meine Fresse. Wenn du nicht von alleine kommst. Wo siehst du? Oh. Ah, nicht schon wieder. So. Dich habe ich jetzt geplättet, aber du hast ja noch ein paar kleine Roboter, Freunde. Nicht schon wieder. Ah. Die sind ja auch ganz schön unsichtbar hier. So. Aber eine Kamera. Und schön. So. Komm, jetzt schnell Energie nehmen. Alles bereit für den Einsatz. Gedacht, Mr. Carpenter. Präsentiert von Titan Core Genetics. Aha. Sie größer und ihre Taille schmaler. Nett. Da werde ich jetzt erstmal sagen, ein bisschen aufpimpen. Gehe ich jetzt gerade zu weit hoch? Sag jetzt nicht, ich muss da unten zum Ausrufezeichen. Sonst wäre ich jetzt bekloppt. Sag jetzt nicht, geht da hier umsonst. Aha. Ah, nicht drüber nachdenken, einfach. Nicht drüber nachdenken. Nee, nee. Und Ausdauer. So. Ja. Perfekt. Aua. No. Nein, 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 nein. So. Wollten wir jetzt noch mal was schauen. Also, da stand hier irgendwo gerade bei Fertigkeiten. Okay, ja, ist schön. Ich glaube, das ist für die Einzelteile, die man findet. Ja, okay. Ich dachte, die kann man auch separat jetzt irgendwie aufpimpen. Wohl nicht. Er ist sicher kamerascheu. So. So, zack. Komm her, mein Freund. Komm her. Irgendwas habe ich, glaube ich, erwischt noch. Nebenbei. So, ein Schlag. Den Trick haben wir schon mal gemacht.
Komm her! Und nochmal ein! Ja, ja, komm her! Aha! Haben wir geschafft? Schalten Sie auch morgen wieder zum Death Tower Special ein. Der Tag Ihres Lebens und Todes. Zeigt die Credits. Wow, wir haben es echt geschafft. Also, Agent Conrad. Schön, dich zu sehen. Mal wieder und wieder. Erst Technikhändler und nun Architekt. Ich dachte, wir wären Freunde. Du hättest einfach anrufen können. Ich habe einige frühere Auftritte vergessen. Nun möchte ich unseren Handel beenden. Du glaubst, wir lassen dich hier rauf, ohne deine Absichten zu kennen? Wie schmeichelhaft. Ich glaube, du hast etwas, das wir haben wollen. Und du hast etwas, das ich will. Ich weiß, was du bist. Oh, Fight? Du bist zu spät. Die Station hat bereits begonnen. Okay. Wir haben schon bald einen Präsidenten unter uns. Du erinnerst dich an Senator Argon und seine reizende Assistentin, Sonja? Wie soll ich den jetzt besiegen? Wie, ihr könnt. Oh, zu niemandem weh. Du wirst eins mit dem großen Hirn. Ah, ja. Ich hab Schwierigkeiten. Was soll ich denn jetzt gerade machen? Der hat... Wie soll ich den jetzt platt machen? Du meine Fresse! Was ist das denn für einer? Der hat einen Energieschild, der kriegt doch kaum down. Und der hat ihn anscheinend ziemlich lang. Hm. War eine Falle oder sowas? Nee, abbauen kann ich hier nicht. Wir haben schon bald einen Präsidenten. Du erinnerst dich an Senator Argon und seine reizende Assistentin, Sonja? Sonja? Wehe, ihr könnt... Du wirst eins mit dem großen Hirn. Ja, aber ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust. Mach ich dich platt, Digga. Alter. Du. Wahrscheinlich mit den Granaten, aber... Frage ist wie. Sag mal. Wo bist du? Da oben bist du. Komm mal hier runter. Also runter. Nicht mich beschießen. Komm her. Du machst aber das nicht gerade einfach, ne, mein Freund? Ja, einfach macht er das mir nicht. Ah, ja, also mit Granaten. Uhuhu. Alles klar. Gut. Ja, dann weiß ich jetzt Bescheid. Mit Granaten muss man ihn platt machen und anscheinend ein bisschen öfters. Ist natürlich jetzt doof mit meiner Energie. Die hält nicht gerade viel aus und er hat eine mächtige Waffe, wie es scheint. Du bist zu spät. Du hast mich aufgehalten. Wir haben schon bald einen Präsidenten. So. Und seine reizende Assistentin, Sonja. Sonja. So, ich mach dich platt, Komm her. Komm jetzt. So, platt. Zack. Verdammt, sieht so aus, als würde ich dieses Ticket doch benutzen. Nicht nur Erde und Menschheit sind in Gefahr. Sonja, ich komme. Sonja, die gute Freundin. Aha. Und jetzt geht's ab zur Erde. Auch geil. Schön.
die Erde. Ein Empfangskomitee. Tut mir leid, Leute. Ich nehme ein Taxi. Nicht der Rat. Komm mit mir Rat. Zieht nur mit uns, ja. Wirklich? Es kann nicht dein Gepäck liegen. Ich reise ohne. Sichtkontakt drauf. Ja, ja, ist klar. Natürlich, schon wird man hier angegriffen. Ha! Depp. Jedenfalls, mal schön hier jetzt hier auf der Erde zu sein. Gefällt mir. Zuerst nehme ich mal ein bisschen Energie. So. Oh, Da Vinci. Nett. Wie gesagt, ich freue mich jetzt auf der Erde zu sein. Der letzte Kampf war jetzt ein bisschen hart irgendwie. Ich meine, gut, ist eigentlich simpel, aber ich war zu dämlich für. Aber gut, nochmals. Ich würde gerne wissen, ob das auch so im Original war. Hat man da eigentlich auch so einen Bossfight gehabt? Würde mich interessieren, schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, Leute, machen wir an der Stelle einen kleinen Cut und sehen uns dann in der 10. Folge zu Flashback auch wieder. Bis dahin.